Ich bin wieder da und es macht klick klack. Klick klack, ich hab wieder nix zu tun. Guck hier, jeder fragt mich jetzt, wie machst du das? Wie mach ich was? Ich mach einfach das, es passt, geh raus. Sag den anderen, ich bin wieder back. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und heute habe ich einen neuen alten Lounge-Glitch für euch. Den habe ich zwar vor einiger Zeit schon mal gebracht, so wie viele andere auch, nur jetzt habe ich eine bessere Version davon und die würde ich euch gerne zeigen, ne? So, vielleicht könnt ihr euch ja noch an diesen Lounge-Glitch erinnern mit dem Kipplaster und dem Panzer, wo das Riesenrohr vom Panzer schön hinten rein beim Kipplaster immer so bam bam bam, bis der nach oben katapultiert wurde. Wenn nicht, die ausführliche Erklärung zu dem Glitch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort ist das Video verlinkt und dort auf jeden Fall anschauen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache da jetzt einfach mal ein Deathmatch darüber, weil es ist doch immer schwierig, einen Kipplaster zu bekommen und einen Panzer, und dazu braucht ihr noch ein Motorrad für die neue Version. Und ich habe dazu jetzt einfach mal ein Deathmatch kreiert, damit es super einfach für euch wird. Theoretisch könnt ihr es auch in der Open Lobby machen, da braucht ihr jetzt mindestens, ja, 2-3 Leute für den Panzer, Kipplaster, Motorrad. Und da dachte ich mir jetzt einfach, ich mache euch ein Deathmatch, dann könnt ihr es super leicht probieren und könnt wirklich Spaß haben und bekommt am Ende noch Geld und RP dafür. Am besten höre ich jetzt einfach mal auf, um den heißen Brei herumzureden, und zeige euch, was ihr dafür machen müsst. Der Link zu dem Job, wo ihr jetzt im Hintergrund seht, habe ich unten in der Videobeschreibung reingehauen. Allerdings den Job, wo ihr jetzt seht, das ist so, ich war ja nicht zufrieden damit. Das war so ein bisschen, ja, erster Versuch, sage ich jetzt mal. Ich habe das Ganze nochmal optimiert und die optimierte Version, die habe ich jetzt unten in die Videobeschreibung reingehauen, sage mal. Und ja, auf jeden Fall, ich habe überall Motorräder hingestellt. Ich werde aber auch am Ende von dem Video zeigen, wie die Map so aussieht, was ihr machen müsst und wo ihr hin müsst, damit ihr euch gleich zurechtfindet. Theoretisch müsst ihr einfach nur mit dem Motorrad über die Rampe fahren, dann auf so einen Kipplaster drauf fahren und dann muss ein zweiter Spieler, also ein Freund von euch, mit dem Panzer und dem riesen Rohr schön hinten von dem Kipplaster reinfahren. Und dann katapultiert es den Kipplaster nach oben, und wenn ihr dort mit dem Motorrad draufsteht, dann katapultiert es euch noch mehr nach oben. Und es ist wirklich richtig krass, wie weit ihr da zum Beispiel kommen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel gar kein Motorrad mehr habt, weil alle schon kaputt sind oder sonst irgendwas, dann könnt ihr euch auch zu Fuß draufstellen. Das Ganze ist halt nur schwierig in der Open Lobby zu machen, weil ihr braucht halt wirklich irgendwas Hohes, wo ihr mit dem Motorrad auf den Kipplaster draufkommt. Theoretisch könnt ihr ihn unter die Brücke stellen, dann mit dem Motorrad draufspringen, dann muss halt jemand wieder einen Panzer holen. Ist alles ein bisschen, ja, mit viel Arbeit verbunden, weil sowas steht ja im freien Modus nicht rum. Das muss ja alles über Pegasus organisiert werden. Aber deswegen dachte ich mir, ich mache euch so einen tollen Job, wo ihr ein bisschen Spaß haben könnt. Und ja, wie gesagt, ihr bekommt am Ende noch Geld und RP dafür, für das, dass ihr ein bisschen geglitscht habt. Ist doch geil, oder? Also, ne? Ich möchte noch ganz kurz was sagen, bevor ich euch die Map zeige, was ihr ja an der Map zu beachten habt. Oder so, ich weiß nicht, Map-Showcase oder so, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, während ihr das Video gerade seht, bin ich im Urlaub und ich bin so ungefähr eine Woche weg. Das kann sein, dass in der Zeit meine Aktivität der Kommentare, Beantwortung so ein bisschen inaktiv wird. Ich weiß ja nicht, ob ich da Internet habe oder ob ich da Bock drauf habe. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich da relativ inaktiv bin diesbezüglich. Aber ich bin ja bald wieder da und dann geht's ganz normal in alter Manier und in, ja, in neuer Form weiter, ne? So ganz wie gewohnt. Alles klar. Ich stelle jetzt euch mal die Map vor und dann sehen wir uns gleich, ne? So, jetzt stelle ich euch gerade mal die Map vor. Oh, jetzt ruft der Arti an. Moment, Jungs, ich bin gleich wieder da. So, das ist auch erledigt. Auf jeden Fall, ihr seht ja schon die Spawnpunkte. Links davon sind die Panzer, rechts davon sind die Kipplaster. Und ich habe jetzt vor den Spawnpunkten einen Haufen Motorräder hingestellt. Und jeweils auf den Rampenaufstiege, sage ich jetzt mal, habe ich auch Motorräder hingestellt. Falls das ein oder andere Mal zu Bruch gehen sollte, habt ihr auf jeden Fall genug Motorräder, um da drauf zu gehen. Mit den Kipplastern ist es gar nicht so schlimm. Das funktioniert auch, wenn die Kipplaster kaputt sind. Aber ich habe jetzt trotzdem mal einige hingestellt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ihr das spielen möchtet oder falls ihr sie überhaupt spielt. Und ich dachte, vier Panzer müsste eigentlich reichen für den Job. Das Ganze gibt es auch noch hier auf der anderen Seite von der Rampe. Da könnt ihr auch noch ganz normal hochfahren. Ich habe geguckt, dass ihr da nirgends hängen bleibt mit dem Motorrad. Und das müsste eigentlich soweit passen. Und dann könnt ihr auch da auf die Kipplaster drauf gehen. Und das war es auf jeden Fall mit der Map. Es ist ja nicht so spektakulär, wie ihr es euch jetzt vielleicht vorgestellt habt. Aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was ihr, oder wie ihr es am besten vorgeht. Nicht, dass ihr da vorsteht, hä, wie meinen sie jetzt? Und deswegen dachte ich mir, ich mache euch jetzt gerade mal kurz die Map-Showcase, oder was weiß ich, wie es heißt. Irgendwie halt eine Map-Vorstellung halt. Und das war es eigentlich schon. In dem Fall wünsche ich euch viel Spaß damit.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ich wieder wahrscheinlich zu Hause bin. Ich weiß nicht, ob es mir noch reicht, mehrere Videos vorzuproduzieren. Also Jungs, haut rein, macht's gut, viel Spaß und wir sehen uns. Ciao.